In einer verlassenen Kaserne in Königsbrück hatte sich der 33-Jährige stundenlang verschanzt. Er schoss immer wieder auf die Polizisten, verletzte einen GSG-9-Beamten am Arm. Um nach Sprengfallen zu suchen, setzten die Polizisten sogar einen Aufklärungsroboter ein. Nach stundenlanger Belagerung erkannte der Täter wohl, dass seine Lage aussichtslos ist. Wir müssen bedauerlicherweise feststellen, dass der Täter sich selbst in suizidaler Absicht sein Leben beendet hat. Das ist ein trauriges Ende, weil wir ja versuchen, mit Einsatzkräften die Täter lebend der Strafverfolgung zuzuführen. Der Ex-Bundeswehrsoldat soll am Samstag in Dresden seine 75 Jahre alte Nachbarin erstochen haben. Grund war vermutlich ein Streit am Vatertag.